Du hast immer gesagt, ich würde schummeln. Aber das war ja auch so. Das war ein cooles Spiel. Zu fühlen, was du fühlst und dich so aufzuspüren. Niemand konnte es mit uns spielen. Das war das Schöne daran. Echt jetzt? Wolltest du nie andere Freunde? Nee, nicht wirklich. Ich meine, wir hatten ja uns. Das hat mir gereicht. Und? Bist du nicht enttäuscht, dass wir jetzt doch keine Milliardäre geworden sind? Nee, das Geld hätte mich weich gekocht. Dafür habe ich zu viele Jahre an meiner kantigen Art gefeilt. Du hattest recht, mich vorhin anzugehen. Ich war echt ein Arsch wegen Eddie. Man sollte die Siege feiern, wie sie kommen. Aber vielleicht nicht auf Kosten meiner Vaterfigur. Vaterfigur, okay! Alter, wir haben hier... Ja, guck mal, wir konnten noch mehr lesen. Alter, wie viele Storys haben wir hier? Die nächste Story, das ist jetzt die hier, wäre dann irgendwann die da, ne? Also, ich muss dich warnen. Ich weiß nicht, ob Eddie uns Antworten geben wird. Er hat keine Wahl. Wir sind nicht mehr 10 Jahre alt. Er wird sagen, er sei zu beschäftigt für uns. So geht er Konflikten aus dem Weg. Wir suchen ja keinen Konflikt, nur Antworten. Ja. Sei mir ehrlich, in letzter Zeit ist das ein und dasselbe. Ich bin hier nicht auf Streit aus. Das weißt du, oder? Ich will nur mit der Sache abschließen. Klar. Mir geht es genauso. Hey, schau mal hier. Kann man das zu Tee und Ada machen? Er ist wirklich noch da. Ich wusste, dass wir hier waren. Wir machten es zum Teil des Ronin-Reiches. Das ist es immer noch. Es braucht nur ein kleines Update. Er wird jetzt aus Owe dann Tee machen. Betten? Was machst du da? Was ich damals schon tun wollte, wofür ich aber zu feige war. Und? So, sieht schon besser aus. Stimmt. Viel besser. Ja, komm, lass es uns sehen. Oder müssen wir... Wollte ich sagen. Ich hab's doch vermutet, dass er auch so ohne Tee macht. Ich hab's doch vermutet. Und du gesagt, dass ich keine Errungenschaft sehe. Ich weiß nicht warum. Und? Was ist der Plan? Wir gehen hinein und fragen Eddie sachlich, warum er dort war. Okay. Lassen wir ihn seine Seite der Geschichte erzählen, okay? Mhm. Oh, ja. Ich verstehe, Mr. Barrow. Ich werde es ihm sagen. Ja, ich habe alles notiert. Guten Tag, Mr. Barrow. Morgen, Kleine. Wieso sitzt du an der Rezeption fest? Rose ist heute ausgefallen. Ich spring für sie ein und erledige meinen Papierkram. Was machst du hier? Ich wollte nur mit Onkel Eddie sprechen. Von eurem identischen Aussehen ausgehend, schätze ich, das ist Tyler. Tyler, Denise, Tyler. Wilson, kannst du Officer Vincenzi sagen, dass... Oh, morgen, Allison. Hi, Onkel. Ich nehme Dr. Torres' Aussage auf. Vincenzi muss nicht zurück auf die Wache. Er scheint ja nicht gerade gut gelaunt zu sein. Ja, keine Ahnung, was da los ist, aber er ist den ganzen Tag schon irgendwie verstimmt. Viel Glück. Ja, das kann ja noch heiter werden. Toll. Jetzt hat er einen Grund, uns wegzujagen. Er nimmt sich sicher Zeit, wenn wir sagen, dass es wichtig ist. Wer bist denn du? Hi. Oh, hallo Kinder. Oh, hallo Erwachsener. Alles okay? Dein Onkel meinte, du würdest ein paar Tage knietief im Müll hocken.
paar Tage? Klingt optimistisch. Wann immer wir eine Schublade leeren, erscheinen zwei weitere, wie aus dem Nichts. Ah. Ja, ihr habt mein Beileid. Beim Haus von Lindas Eltern? Oh. Ich dachte schon, wir bräuchten einen Bagger. Jetzt, Linda. Hab sie seit Monaten nicht gesehen. Gut. Sie arbeitet jetzt als Bibliothekarin an der Highschool. Die Bezahlung ist nicht super, aber sie sieht die Kinder jeden Tag, also. Brandon freut sich sicher. Oh ja. So wie jeder Teenager, der Zeit mit Mutti verbringen darf. Ich lass dich mal arbeiten. Ach, keine Sorge, du störst mich nicht. Dr. Torres. Sie sagten, Ihre Tochter... Hier werden Leute gesucht. Ja, das war sie. Dann brauche ich auch Ihre Daten. Nennen Sie mir Namen und Geburtsdatum. Okay. Isabella Henderson, 16. Juli 2009. Henderson? Anderer Nachname? Ja, der des Vaters. Er ist mein Ex-Mann. Lebt sie die meiste Zeit bei Ihnen? Nein, Ihr Vater hat das primäre Sorgerecht. Aufgrund meiner Schichten. Ich habe sie am Wochenende. Ich habe deine Nachricht bekommen. Ich habe deinen Geburtstag vergessen, sorry. Ich war so beschäftigt mit Tylers Ankunft, dass es mir völlig entfallen ist. Ich mach's wieder gut, versprochen. Frage ist, ob wir direkt mit ihm reden können. Dem Bericht zufolge riefen sie gestern um 6.13 Uhr an, weil jemand ihren Briefkasten beschädigt hat. Officer Vincenzi wurde um 6.29 Uhr an den Tatort entsandt. Konnten Sie nicht für die Aussage bleiben? Ich musste um 9 in die OP. Ich war bereits spät dran. Verstehe. Hier steht, Sie arbeiten im Cottonwood Hospital? Richtig. Das ist ganz schön weit. Das ist wohl richtig. Wie sind Ihre üblichen Arbeitszeiten? Ich bin Assistenzärztin in der Chirurgie in einem der einzigen Krankenhäuser in Südostalaska. Tyler, bist du bereit? Immer auf Abruf. Ah, ja, natürlich. Wir sind wirklich dankbar, dass Sie nach einer 24-Stunden-Schicht vorbeikommen. Ich kann sie gar nicht. Ja. Tyler, kommst du mal her? Morgen, Chief Brown. Guten Morgen, Tyler. Hey, können wir privat mit dir sprechen? Es ist ziemlich dringend. Entschuldigen Sie mich einen Moment, Dr. Torres. Was ist los, ihr zwei? Wir hatten noch ein paar Fragen zu unserer Mutter. Hör zu, es passt gerade nicht. Gut, können wir vielleicht später wiederkommen? Entschuldigung. Kommt schon. Leute, wir sind heute unterbesetzt. Meine Rezeptionistin ist krank. Ein Beamter kümmert sich um persönliche Probleme. Und ich muss die Aussage der Dame zu Ende aufnehmen und habe keine Zeit. Wir wollen nur ein paar Antworten von dir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du noch von mir hören willst. Ich habe schon alles gesagt. Ich muss mich um diese Beschwerde kümmern. Sorry, Leute. Oh, ich hasse es, wenn er so stur ist. Und was jetzt? Natürlich, Miss Torres. Wo waren wir? Nun, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Dann müssen wir es selbst rausfinden. Wo glaubst du, haben sie ihre Akte? Ich weiß nicht. Im Archivraum? Oder in Eddies Büro? Halt, du willst doch wohl nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht. Könnten Sie mir den Verlauf Ihres Morgens im Detail mitteilen, Dr. Torres? Natürlich. Ich bin um 5 aufgewacht und habe mich für die Arbeit fertig gemacht. Isabellas Vater sollte sie bei uns um 6.30 Uhr... Hey, was macht ihr zwei da drüben? Alles in Ordnung? Ja, alles ist gut. Wir wollten nur... Ich habe Tyler nur erklärt, wo das obere Klo ist. Tyler, hilf mir doch mal. Oh, ja. Toilettennotfall. Seewasser, nicht wahr? Die Saftkur von Mutter Natur. Die Toilette ist gleich hinterm Pausenraum. Hinter dir. Erste Tür rechts. Vergiss es, Tyler. Wir kommen nie im Leben einfach so nach oben. Es ist zu verdächtig. Es muss einen anderen Weg geben. Sollen wir uns einfach umsehen? Ja, okay. Bleib cool. Wir werden jetzt erstmal wie gewohnt. Hier geht's nicht in den ersten Stock. Wir brauchen einen anderen Weg. Von außen vielleicht? Kommt man von außen da hoch? Könnten Sie mir den Verlauf Ihres Morgens im Detail mitteilen? Toiletten. Gehst du schon?
Ja, ich muss eine rauchen. Du solltest damit aufhören. Je älter du wirst, desto schwerer wird es. Ja, ich weiß. Und wenn du dabei bist, bring deine Schwester auch zum Aufhören. Du hast es sofort gesehen. Jemand. Aber wir sind jetzt hier draußen. Sollen wir von außen irgendwie da hoch? Aha. Aber wir werden keinen Schlüssel haben. Da, Notausgang. Er führt zu einer Treppe an der Außenseite des Gebäudes. Aber er wird von innen verschlossen sein. Wenn einer von uns für Ablenkung sorgt, kann der andere nach oben gehen und die Tür öffnen. Da du der Unruhestifter bist, sorgst du für das Ablenkungsmanöver. Was? Wirklich? Hast du eine bessere Idee? Bullen denn nicht auf verdächtiges Verhalten trainiert? Ich bin jetzt echt kein Schauspieler. Denk dir was Einfaches aus und leb los. Ich glaub an dich. Ja, jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Kann man vielleicht das mit Greg machen? Ich brauche eine Ablenkung. Ich weiß noch nicht wie. Ja, Sorge für einen Ablenkungsmanöver würde ich gerne, aber ich weiß noch nicht wie. Ich suche noch. Kann man mit den Toiletten kann man. Da muss ich draußen für was suchen. Ich muss das drinnen machen. Gut. Also. Da hoch kommen wir nicht. Da könnte man eigentlich entzünden. Was, wenn ich sage, jemand klettert über den Zaun? Wirklich? Ich behaupte, es ist jemand draußen und bricht ein. Okay. Gut, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wie wäre es denn mit den vermissten Anzeigen? Könnte behaupten, ich hätte wen gesehen. Ja, klar. Könnte klappen. Ich muss ja erstmal die ganzen Optionen rausfinden, nicht? Die Sicherung kann ich wahrscheinlich nicht auslösen, aber ich könnte das Licht ausmachen. Mach einfach. Denk dir was aus. Oh, ups. Tyler. Das hat nicht funktioniert. Ach, doch hat es. Okay, in Position. Was jetzt? Geh nach rechts, nachdem du die Wache verlassen hast, und dann um das Gebäude herum. Da stößt du auch gleich auf die Treppe. Frische Winterluft. Okay. Tür. Komm schon. Ja. Ich würde ja gerne rennen, aber wir können nicht rennen. Die Polizei von Dallas bekommt einen neuen Beamten. Oh, endlich. Der Kerl hat eine Akte. Und was für eine? Warum ist er überhaupt auf der Liste? Shh. Eddie hatte echt Schwierigkeiten, hier draußen wen zu finden. Er hat wohl keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Wenn Eddie uns hier erwischt... Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Im Ernst? Du willst also seinen Computer hacken? Wir suchen nach Informationen. Und Computer sind damit quasi vollgestopft.
Wow, Brown hat unsere Akte heute eingesehen. Moment, was? Was bedeutet das? Ich weiß nicht, aber hier steht eine Referenznummer. R68653. Das können wir irgendwie aufschreiben. Das schreiben wir uns mal ganz kurz auf. Das könnte noch von wichtig werden. R68653. So. Halt, Chief. Wegen der Nachfrage zum Ronan-Fall. Akte wurde noch nicht digitalisiert. Also könntest du die Originalpapiere zu den anderen Referenzen zu dem Fall im Archiv finden? Die Transkripte zu Telefonaten wurden entfernt. Du kannst die digitalisierten Telefonate über den Appendix finden. Gib Bescheid, falls du sonst noch etwas brauchst. Tom hat Eddie zum Essen eingeladen? Oh, ja. Tom setzt alles daran, dass Eddie ihn öffentlich unterstützt. Und? Unterstützt er ihn? Er wird neutral bleiben. Guten Morgen, Chief. Tessa und ich würden dich gerne am Donnerstag zum Abendessen einladen. Ich weiß, dass du ihren Räucherlachs nicht widerstehen kannst. Ich habe ihn zwar nicht selbst gefangen, aber nichtsdestotrotz ist er Tag. Ist frisch. Ich freue mich auf dich zu... Guten Morgen, alle miteinander. Bitte denkt dran, dass euer aller Anwesenheit am Mittwoch, den 11. November um 13 Uhr erforderlich ist. Wir müssen alle teilnehmen. Also sagt Bescheid, wenn ihr verhindert seid. Ich mache einen neuen Termin. Wie ich diesen Morgen bereits erklärt habe, sprechen wir über den sogenannten Bias. Das ist keine Strafe. Und steht auch nicht mit der Entlassung von Wendy Spears in Verbindung. Wir können alle von unserer Diskussion profitieren und geachtet unserer persönlichen Umstände. Im Mail-Anhang findet ihr etwas Lesematerial, über das wir sprechen werden. Ich bin für Rückfragen verfügbar. Möchten Sie an Ihre bevorstehende Stadtratssitzung erinnern? Oh boy, das ist eine längere Mail. Die überspringen. Ach ja, nee, doch nicht. In einer seiner Mails ging es ums Archiv. Da muss unsere Akte sein. Der Polizeichef hält Wohltätigkeitsveranstaltungen ab? Scheinbar ja. Bitte sag mir, du kennst den Code. Zum streng geheimen Polizeiarchiv? Und wie soll ich dann die Tür öffnen? Ich habe stundenlang nebenan gespielt. Es sind ständig Leute reingegangen. Der Ziffernblock macht diese Melodie. Dam-da-di-du. Dein Ernst? Na los, versuch's. Das ist noch nicht richtig. Wie ging noch diese Melodie? Dam da di du. Tut mir leid, wie war das nochmal? Dam da di. Oh, hör auf. Ich wusste nicht, dass du ein absolutes Gehör hast. Sei still. Nein. Ich brauch das nochmal. Ich brauch nochmal. Dam da di. Ja, falsch. Wie ging noch diese Melodie? Dam da di du. Auch falsch. Wie ging noch diese Melodie? Dam da di du. Ja. Dam da. Du. Ja. Gut ist, wir haben halt diese abgeriebenen. Das macht's einfach.